Herzliches Willkommen. Wir sind bei der KW 12 vom 21. bis 27. März 2022. So, nun haben wir ja die Sonne im Widder und das wird auch in dieser Woche so sein. Wir haben Merkur und Jupiter, die ein bisschen unvorsichtig machen können. Also Merkur ist ja noch in den Fischen. Und Jupiter ist auch in den Fischen. Sehr verträumt, sehr fantasievoll, sehr kreativ vor allen Dingen. Aber es ist so ein bisschen Bodenhaftung, die da fehlt. Dafür haben wir Mars und Uranus, die bis zum 23. naja, für Bewegung sorgen. Für vielleicht auch Randale, ja, Krawall sorgen können. Da muss man aufpassen. Und man muss sich gut überlegen, was man in dieser Woche macht. Denn es gibt plötzliche Veränderungen mit Uranus, der ja im Stier steht, und Mars, der ja auch im Wassermann steht und für Selbstverwirklichung da ist. Da können plötzliche Entscheidungen fallen oder plötzliche Eingebungen kommen, die man umsetzen möchte. Das sollte nicht so spontan und aus dem Bauch heraus passieren. Natürlich, wie gesagt, Merkur und Jupiter können dazu verleiten. Merkur wiederum und Neptun sorgen aber für tolle Dinge. Also man kann sich kreativ betätigen am 23. Man kann die richtigen Worte finden, genau das Richtige tun in dem Moment, was jemand braucht oder um zu überzeugen. Das kann, ja, natürlich passieren, aber es geht um mehr künstlerische Aktivitäten, sei es musizieren, schreiben, Sport, solche Sachen, weniger um so Bürokratisches. Ja, also da sollte man natürlich dann nicht dazu neigen. Entschlossener wird das Ganze, wenn sich am 26. Pluto und Merkur verbinden. Und man kann durch Stabilität und Sicherheit, Pluto im Steinbock und mit der Energie von Merkur in den Fischen kreativ und gefühlvoll eine gute Verbindung eingehen und damit auch Dinge eben nicht nur sachlich, sondern auch vom Gefühl her entscheiden. Wir haben am 27. auch den Wechsel von Merkur in den Widder. Da wird alles ein bisschen, sagen wir, handwerklicher. Da werden die Ärmel hochgekrempelt. Da wird das Ganze umgesetzt. Manchmal auch ein bisschen eigensinnig, ein bisschen stur, kennen wir ja. Aber es geht darum, jetzt wird Hand angelegt. Also dann ist diese musische Zeit mit Merkur vorbei. Da geht es um Handfestes, da geht es um, ja, Hand anlegen, aktiv werden. Muss nicht das Schlechteste sein. Wir schauen uns das jetzt einmal erstmal oder hören uns das erstmal für die einzelnen Sternzeichen an, wie das bei dir in deinem Sternzeichen so aussieht in dieser Woche und dann natürlich in den Karten. Ich wünsche euch eine interessante Woche und sag bis gleich. Herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind in der KW 12 vom 21. bis 27. März 2022. Sonne im Widder ist natürlich Strahlkraft ohne Ende. Da kommst du so richtig zur Geltung. Jupiter in den Fischen ist nicht so deins, ist nicht wirklich unterstützend für dich, aber das kommt noch. Saturn, ja, Saturn im Wassermann. Ja, da kann es dazu kommen, dass du ein bisschen mehr, ich sag mal, in die Verantwortung gezogen wirst in Bezug auf deine Kontakte. Privat, beruflich und so weiter. Das ist nicht immer so einfach, weil Saturn sorgt ja für Verbindlichkeit. Und das liegt dir nicht immer so, aber es ist wichtig, in bestimmten Beziehungen und vor allen Dingen in dir am Herzen liegenden Beziehungen da auch für Klarheit zu sorgen. Und daran erinnert dich Saturn im Wassermann. Uranus im Stier kann bisweilen schon mal zu Störungen führen. Und auch Dissonanzen aufdecken, ja, weil Uranus will Veränderungen und gerade auch so im Beziehungsbereich, dass man da Farbe bekennt und aufrichtig rangeht. Neptun in den Fischen sorgt natürlich für Sensibilität, hat aber keinen
direkten Einfluss auf dich. Also man kann natürlich sich in Dinge hineinfühlen, man kann auch kreativ sich mal so ein bisschen da hineinversetzen, aber es hat nicht wirklich direkten Einfluss. Was du tun kannst, ist für innere Ruhe sorgen durch Yoga, Meditation, was auch immer. Dann hast du auch inneren oder mehr inneren Frieden. Pluto im Steinbock hat jetzt keine großen Einfluss, kann dir natürlich im Zusammenspiel mit anderen begegnen oder in Verbindung mit Konjunktionen oder Quadraten, je nachdem. Mars und Venus im Wassermann sind oder stehen gerade für Selbstverwirklichung, Eigenmächtigkeit, auch so ein bisschen Einzelgängertum. Trotzdem wirken sie für das große Ganze. Also da muss man sich ein bisschen einbringen. Merkur in den Fischen, ja, okay, aber im Widder natürlich die Durchsetzungskraft, die man hat. Da muss man natürlich auch ein gewisses Feingefühl an den Tag legen. Wir haben auch jetzt hier Venus und Uranus. Am 22. Mars und Uranus nerven ein bisschen, können dir auf den Zwirn gehen. Also da könnte irgendwas passieren, da könnte irgendwas entschieden werden oder du kommst unter Druck. Was könnte passieren? Und da können auch, wenn man sich zu nervös daran begibt, natürlich Dinge schief gehen. Wenn man nervös ist, klappt das halt nicht so. Versuche so ruhig wie möglich an die Dinge heranzugehen, dann wird das schon. Also nicht zu hastig vorgehen, sondern lieber gut überlegt. Ja, mein lieber Löwe, schauen wir uns an, was die Karten sagen. So, mein lieber Löwe, wir sind in der KW 12 vom 21. bis 27. März 2022 und wir schauen uns an, was wir in dieser Woche für dich haben. Allgemein natürlich, die Kartenlegung solltest du dann auf deine persönliche Situation ummünzen und natürlich die Inspiration und Ideen für dich aufgreifen, wenn du da was für dich findest. Wir schauen uns erstmal an, wie allgemein die Energie ist in dieser Woche für den Löwen, König der Erde, Pragmatismus, Erdenergie. Da ist Dankbarkeit und Demut drin, da ist auch das, was man hat, festhalten und eben auch in aller Ruhe die Dinge voranbringen. Sich praktisch mit dem Erreichten ein Stück weit natürlich zufrieden geben, aber auch zu sagen, das will ich behalten, festhalten, aufrechterhalten. Ja? Wir schauen uns an, wie du dich in dieser Woche selber siehst. Da haben wir das Rad des Schicksals. Das ist sehr schön. Das bedeutet nämlich Akzeptanz. Die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Die Dinge anzunehmen, wie sie kommen. Ja, das Schicksal anzunehmen. Ja. Dein Wunsch ist die Geduld. Das ist sehr gut. Geduldig sein. Pragmatisch sein tatsächlich. Ja. Die Dinge eben annehmen erstmal, akzeptieren und dann schauen, was können wir tun. Hoffnung und Ängste, Vier des Feuers, eine stabile Basis aufbauen mit den Menschen, die dir viel bedeuten und natürlich mit dem, was du schon erreicht hast. Gut für dich ist die Welt, dass du gewisse Dinge hinter dich bringst und dann neu startest oder neue Dinge angehst. Nicht gut in dieser Woche ist die Drei des Feuers, das ist eigentlich die Strategie. Es bedeutet vielleicht auch mal keine Strategie zu haben, keine Pläne, keine, naja, ich sag mal, To-Do-Liste. To-Do-Liste hat man eigentlich immer, aber ich meine jetzt so konkrete Pläne, die man dann sofort in die Tat umsetzen möchte. Ausgang ist die Zwei der Luft. Man ist ein bisschen zurückhaltender. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Also, dass man sich erstmal anschaut, was geht, was kommt da überhaupt auf mich zu und dann erstmal, was können wir daraus machen? Das ist sehr pragmatisch und ich finde die Energie auch grundsätzlich sehr gut, weil eben man damit viel besser arbeiten kann, als wenn man hastig und zu schnell reagiert und agiert. Was haben wir denn für eine Energie von außen für den Löwen? Was kommt in dieser Woche auf dich zu an Ereignissen, aber auch an Energien von den Mitmenschen? Wir haben die Veränderung. Es verändert sich einiges im Außen. Also nicht nur bei dir, auch bei anderen. Transformation, Leben ist Veränderung. Wir werden alle älter, wir werden alle schrumpeliger. Ja? Und von daher wird sich sowieso alles verändern. Aber die Veränderung kommt auch von außen, wird vielleicht auch von außen an dich herangetragen. Also brauchst du dich gar nicht bemühen, dass sich was verändert, großartig.
Die Dinge verändern sich sowieso. Aber es ist natürlich eine Frage, wie gehe ich damit um? So, wir haben den Page der Stäbe. Du bist fokussiert auf das Hier und Jetzt, denke ich mal, mit dem Rad des Schicksals. Diese langsame Energie, Rad des Schicksals, ist ja nicht so schnell, aber es ist natürlich auch ja, Unvorhergesehenes. Es ist überraschend zum Teil und man fokussiert sich eben auf den Augenblick. Wir haben die 5 der Schwerter, da ist Unbill, da ist Streit, da ist Diskussion, da ist Konfrontation, ja, Dinge, die dir nicht gefallen. Wir haben das Ass der Kelche, das ist sehr, sehr wichtig. Es geht darum, dass es dir selbst gut geht, dass du dich, um deine Eigenliebe kümmerst, dass du mit dir liebevoll umgehst und als Schlussfolgerung darauf eben entspannt bist und eben auch mit den Mitmenschen und den Situationen besser umgehen kannst. Dann haben wir den Narren, den Neubeginn, das kommt nach der Welt, ja. Und deswegen sind die auch in der Reihenfolge 21, 22, ja. Das geht also die Reise immer wieder neu los. Unbelastet und frei hört sich gut an, ist aber, ich sag mal, ab einem bestimmten Alter unwahrscheinlich. Da haben wir den Erfolg. Da haben wir den Erfolg, dass man erfolgreich immer wieder neu beginnen kann, ja. Bertolt Brecht, ein Lieblingsspruch von ihm ist, Neubeginn kannst du mit dem letzten Atemzug. Und so sollte man das auch sehen. Ja? Wir schauen. 9 der Schwerter, Gespräche, unnötige Sorgen. Vielleicht macht man sich Sorgen, dass man keine Strategie hat. Aber vielleicht ist es derzeit besser, wenn man keine Strategie hat. Und wir haben den Hierophanten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Die engen Verbindungen, die wichtigen Verbindungen, die Menschen, die einem am Herzen liegen oder denen man selbst am Herzen liegt, dass man sich dessen bewusst ist, ja, und dass man da eben auch, naja, ich sag jetzt mal, Respekt und Entgegenkommen zeigt und auch, ja, das Miteinander vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt. Schauen wir uns an. Rat des Schicksals für den Löwen, er sieht sich selbst so. Da ist die Strategie, ja, und da ist der Fokus, ja. Der Fokus liegt bei dir grundsätzlich auch auf einer Strategie, aber ich denke, dass du dir momentan vielleicht auch einfach sagen solltest, es ist nicht schlimm, wenn ich keine Strategie habe. Ich muss nur den nächsten Schritt kennen. Ja? Also ich muss nicht alles wissen, aber ich muss wissen, wo die Reise hingehen soll. Zumindest den ersten Schritt. Geduld ist dein Wunsch, Krebsenergie der Wagen und die 9 der Stäbe. Ja, die Führungsrolle zu übernehmen, zu wissen, wo es lang geht. Sich da aber nicht verausgaben. 9 der Stäbe ist wieder die Karte des Burnout, dass man, naja, ich sag jetzt mal, zu viel will auf einmal. Momentan, denke ich, ist Geduld damit verbunden, dass man eben nicht alles weiß und nicht sofort los- und durchstarten kann. 4 des Feuers, Obsession und 6 der Münzen. Ja, Obsession, Übertreibung kann bedeuten, dass man entweder sich total zurückzieht oder auf totale Gerechtigkeit pocht. 6 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen. Ja, dass man ein bisschen, sagen wir mal, zu kritisch auch daran geht. Die Hoffnung ist ja, dass man gut miteinander auskommt. Die Befürchtung ist ja, dass das nicht klappt, dass immer einer versucht, sich Vorteile zu verschaffen. Aber das ist in der Natur des Menschen gegeben. Das machen wir alle ab und an mal, dass man versucht, sich Vorteile zu verschaffen. Die Frage ist nur, wie weit geht das? Ja? Die Welt, ein leidenschaftlicher Neubeginn und die Zurückhaltung. Das ist auch irgendwo widersprüchlich, aber gut. Mit Leidenschaft an etwas zu arbeiten, an etwas mitzuwirken, ist großartig. Aber man soll es überlegen und man muss nicht hastig und unüberlegt und voreilig entscheiden. Damit ist nämlich dann der Neustart vielleicht auch besser vorbereitet und bringt dich auch ein gutes Stück weiter. Die 3 der Stäbe, das Gericht und die 3 der Kelche. Die Beurteilung der Menschen, der Gesellschaft. Wie gehe ich damit um? Welche Strategie kann ich in dieser Gesellschaft oder in dieser Gruppe von Menschen überhaupt verfolgen? Was sind die Fakten? Vielleicht ist es ja auch so, dass auch andere nicht unbedingt eine konkrete Strategie verfolgen. Und deswegen ist es schwierig, da selber auch eine Strategie zu finden. Wir haben die Zurückhaltung, 2 der Schwerter. Informationen sammeln und auf seine eigenen Erfahrungen bauen. 10 der Schwerter ist die Enttäuschung, die praktisch hinter einem liegt. Die 10 der Schwerter bedeutet aber auch, ich war schon am niedrigsten Punkt, ich weiß, wie sich das anfühlt, da möchte ich nicht mehr hin. Und das möchte ich vermeiden und deswegen bin ich vorsichtig. Das macht uns ja vorsichtig und manchmal auch ängstlich, dass man eben Tiefpunkte schon erreicht hat. Ja?
Allerdings wäre es natürlich auch gut, die Informationen zu bekommen, die Informationen zu sammeln und mit der eigenen Erfahrung abzugleichen. Denn eins darf man natürlich nicht tun. Das, was man erlebt hat, jetzt sage ich mal, über andere zu urteilen. Also, dass man sagt, das habe ich mit der Person erlebt und die Person reagiert ähnlich, also abhaken. Das wäre zu verfrüht. Man sollte die Informationen sammeln, bevor man dann sein Urteil fällt. Ja? Also nicht alles über einen Kamm scheren. So, der Fokus. Hierophant, Beziehungen und König der Münzen ist ja auch deine Energie. Für dich ist wichtig, dass du, ich sag jetzt mal, deinen Stamm, deine Leute beisammen hast und weißt, wer zu dir steht und wer dir Sicherheit und Stabilität gibt. Und natürlich umgekehrt, wo du Stabilität und Sicherheit bietest. So, und dann haben wir die Fünf der Schwerter. König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit über die Veränderung. Da muss man erstmal schauen. Fünf der Schwerter ist ja, es kommen Veränderungen, aber bin ich damit einverstanden? Und welche Möglichkeiten habe ich, wenn Veränderungen kommen, damit umzugehen? Welche Wahl oder welche Alternativen bietet das? Ja, ich muss ja nicht mit allem, was sich verändert, was von außen kommt, ja, hier, muss mir ja nicht alles gefallen. Ja, also kann ich ja irgendwie darauf reagieren und irgendwas damit anfangen. Das Wichtigste ist aber erstmal, dass du mit dir im Reinen bist, ganz persönlich. Die Heilung, was ist noch offen? Was muss noch geklärt werden? Wo habe ich noch Dinge, die mich belasten? Ja? Und dann natürlich, wovon verabschiede ich mich? Das können Dinge sein, die einfach nicht mehr möglich, nicht mehr machbar sind. Es sind Dinge, wo du deine Erfahrung bewertet hast und gesagt hast, okay, das ist jetzt für mich nicht mehr relevant und liegt hinter mir. Ja? Wo möchte ich auch vielleicht gar nicht mehr Erfahrungen sammeln? Mir reicht's. Also auch die Dinge loswerden, die du nicht unbedingt brauchst. Das ist der Neuanfang. Illusionen und die Liebenden. Illusion, weißt du, ist hohe Erwartungen haben. Zu viele Wünsche vielleicht offen. Ja? Dass man auch alles auf einmal möchte. Das kann natürlich sein. Das Wichtigste ist, dass man sich auf das bezieht, was man liebt und in erster Linie die Eigenliebe. Ja? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und wie kann ich das bewerkstelligen? Erstmal von meiner Warte aus. Und wo sind mir zum Beispiel in den Situationen die Hände gebunden? Du kannst nicht zum Beispiel bestimmen, wie andere reagieren, ja? Wie andere das finden. Aber du kannst natürlich versuchen, mit dieser 7 der Kelche zu eruieren, was davon ist machbar, was davon ist möglich. Da setze ich mich natürlich mit meinen Mitmenschen auseinander. Und dann haben wir den Erfolg. Da geht es um Details und vielleicht auch um kleine Dinge, Kleinigkeiten. Also ich habe eine gute Partnerschaft, ich habe einen guten Job, ich habe genug Geld, um zu leben und das ist erstmal sehr viel wert. Alles andere wäre dann praktisch Luxus zum Beispiel. Und ich habe die Disziplin und die Kraft, das mit der Energie des Königs der Münzen festzuhalten und weiterzuführen. Nicht zu verlieren, festzuhalten. Ja? 9 der Schwerter, 4 der Münzen und 4 der Kelche. Ja. Woran man in der Kommunikation oder auch in den Gedanken festhält, und das sieht man hier ganz klar, das sind die Unwägbarkeiten, die Dinge, die man als Mangel empfindet, die Dinge, die man als unbequem oder unnötig oder belastend empfindet. Und darüber muss man natürlich sprechen. Ja? Wenn du nur im Mangel verharrst, also wenn du nur die Dinge siehst, die dich schwächen oder die dir Ärger bereiten oder die du nicht magst, dann hast du eine negative Sichtweise der Dinge. Es geht darum, hier festzustellen, wofür darf ich dankbar sein? Das ist die Karte König der Münzen, Demut und Dankbarkeit. Sich mal bewusst machen, was man überhaupt hat. Ja, und darüber eben auch ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen. 4 der Stäbe und die Königin der Schwerter. Da ist die Offenheit, die Ehrlichkeit, die Authentizität zu sagen, die wertvollen Menschen in meiner Umgebung sind mir wichtig. Die solide Basis, die Familie, die Freunde. Und ich bin aufrichtig zu mir selbst. Vielleicht habe ich in der Vergangenheit ein bisschen zu viel nur das Negative nach vorne geholt und zu wenig das Positive, das, was mir zur Verfügung steht. Und das wäre wichtig in dieser Woche für dich, mein lieber Löwe, dir da mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Deine Erfahrungen, die du hier gemacht hast und die vielleicht auch unschön waren, sind ja dazu da, dich stärker zu machen. Dir zu sagen, pass mal auf,
Das hast du überwunden, dann überwindest du auch andere Dinge. Also schau dir an, was dir zur Verfügung steht. Ja? Und denn, wie gesagt, die Veränderung von außen, die kommt ja meistens von außen, die Veränderung. Ja? Man selber will vielleicht gar nicht so viel verändern, aber, ne? Und wir schauen uns an, was wir haben. Die Liebe ist allgegenwärtig, ja. Die Liebe zu dir selbst, zu den Menschen, zu dem, was du in Dankbarkeit annehmen darfst. Und das sollte man sich von Zeit zu Zeit gerne mal bewusst machen. In der Dunkelheit der Nacht singt der Geist der Nachtigall sein Lied von Liebe und Hoffnung als ein Bote der Morgendämmerung, der dich daran erinnert, dass bald wieder die Sonne aufgehen wird. Du wirst geliebt und das die Helligkeit beschwörende Licht der Nachtigall ruft dich auf eine neue Ebene der Selbsterkenntnis und der Verbindung mit dem Licht. Gewiss gibt es Dunkelheit und Schatten, aber Liebe und Wohlergehen sind überall, sogar im vermeintlich leeren Raum und in der Dunkelheit einer sternenlosen Nacht. Erhöre die Nachtigall mit ihrer Botschaft und lass den Wohlklang ihres Liedes dich daran erinnern, dass die Liebe allgegenwärtig ist. Spüre sie in dir und vertraue darauf, dass du im Licht des kommenden Tages aufs Neue erkennen wirst, dass der vermeintlich leere Raum von Liebe und Überfluss erfüllt ist. Schon bald wird es wieder heller um dich sein. Also je mehr du in diese positive Energie gehst, desto positiver sieht deine Zukunft aus. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die du jeden Tag aufs Neue treffen kannst. Ja? Wenn du merkst, dass du etwas Negatives so denkst und ach, es ist alles Mist und so weiter und so fort, dann überlege dir, was ist denn gut? Was kann ich tun? Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, es kommt nicht auf das große Ganze an, es kommt auf jeden kleinen Schritt im Leben an. Und das kann man umsetzen. Und das ist nicht zu viel verlangt. Dankbarkeit für Menschen, die zu einem halten. Dankbarkeit für das, was man geschenkt bekommt. Ein Lächeln, eine Freundlichkeit, eine nette Geste, ein ja, freundliches Wort oder einfach das offene Ohr, die Umarmung, was auch immer es sein mag. Und das ist der Grundstein, auf dem, ich sag mal, eine bessere Zukunft sich aufbaut. Ja, mein lieber Löwe, sehr poetisch finde ich, aber auch sehr schön, ja, sehr bewusst eben sich selbst auch so ein bisschen sagen, na, da gibt es noch eine Menge schöner Dinge und die will ich auch entdecken und selbst realisieren. Optimismus eben. Ja, ich hoffe, es hat dir ein klein wenig Optimismus gegeben. Ja, kannst du ja gerne in die Kommentare schreiben, wie du damit umgehst, was du daraus mitgenommen hast. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und wenn du Fragen hast, eine persönliche Legung brauchst oder ähnliches, findest du alle Informationen unter diesem Video in der Infobox. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir alles Liebe und sag bis bald.